Wenn in der Konditorei Hausmann in Siegburg Puttes mit Apfelmus auf der Tageskarte steht, herrscht in dem Familienunternehmen Hochbetrieb. Puttes, andernorts Kesselkuchen oder Dielsknall genannt, gilt als typisch rheinisches Essen und lockt jung und alt immer wieder hierher. So, bitteschön. Puttes ist nur eines der vielen rheinischen Gerichte, deren unverzichtbarer Bestandteil Äpfel sind. Reibekuchen mit Apfelmus, Himmel und Äd, rheinischer Apfelkuchen oder das beliebte Apfelkraut. Aber nicht erst seit heute sind Gerichte mit Äpfeln im Rheinland beliebt. Dann geht die Straße runter jetzt. Da unten waren riesen Apfelbäume. Dann haben wir die da waschkörbeweise geholt. Und alle Mann mussten scheren. Da wurde Apfelmus gekocht für den Winter. Und die Guten, die wurden dann oben auf dem Kleiderschrank gelegt zum Nachreifen. Kartoffeln, Rotkohl. Dann gab ja kein Fleisch, aber wurden ein Apfelkühlchen in der Pfanne gemacht, ne? So Hefekühlchen. Mit Apfelstücken drin. Und das war dann Fleischersatz. Aber schmeckt auch gut. Der Apfelanbau prägt das Rheinland. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts sprechen die Quellen von über 20 verschiedenen Apfelsorten. Der Familienbetrieb Schmitz-Hübsch in Bornheim zum Beispiel baut seit über 100 Jahren Äpfel an. Zur Produktpalette gehören nicht nur gängige Apfelsorten, sondern auch rheinische Spezialitäten. Apfelsorten, eigentlich alle, die Sie vom Supermarkt auch kennen, haben natürlich einige Spezialitäten, die über die große Marktschiene nicht funktionieren, weil zum Beispiel die Äpfel zu klein sind, aber die vom Aroma so fantastisch sind, dass wir das über die Direktvermarktung schon sehr gut vermarkten können. Als Beispiel nenne ich jetzt zum Beispiel den Rubinette, einen sehr aromatischen Apfel, der aber nie in die Supermärkte gelangen wird. Der Betrieb ist seit 1896 da, gegründet von Otto Schmitz-Hübsch, ursprünglich als Baumschule und als Birnenanbau wurden Delikatessenbirnen angebaut. Otto Schmitz-Hübsch war der erste in Deutschland, der schwachwüchsige Unterlagen für Apfelbäume eingeführt hat. Dadurch war eigentlich der plantagenmäßige Anbau von Äpfeln erst möglich. Diese kleinwüchsigen Bäume hat die aus Frankreich eingekauft, hat die hier vermehrt, hat da Bäume draus gemacht. Diese wurden dann auch weiterverkauft. In einem kleinen Museum direkt neben dem Hof demonstriert Roland Schmitz-Hübsch die Funktionsweise der alten Apfelsortiermaschine. Besonders wichtig sind ihm nicht nur Tradition und regionale Identität, sondern auch Umweltverträglichkeit der Anbaumethoden. Wir arbeiten nach den Richtlinien des integrierten Pflanzenschutzes. Das bedeutet, wir beobachten die Schädlinge und die Nützlinge. Und erst wenn die Schädlinge über eine gewisse Schadschwelle kommen, werden wir diese bekämpfen. Wir versuchen jedoch, so viel wie möglich Nützlinge einzusetzen, um diese Bekämpfung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das Rheinland und ganz speziell die Köln-Bonner Bucht liegt auf Platz 4 der deutschen Apfelanbaugebiete nach dem Alten Land bei Hamburg, dem Bodensee und Sachsen. In Nordrhein-Westfalen stehen über 8 Millionen Obstbäume, 2/3 davon alleine im Regierungsbezirk Köln. Die Erzeuger müssen scharf kalkulieren. Ein Mitglied des Zentralmarktes Rohstoff Strahlen über die damit verbundenen Probleme. Es sieht also so aus, dass wir heute rechnen, eine bestimmte Größe, die wir erzeugen müssen, aufgrund der Handelsstruktur, die wir haben. Und da sagen wir, das liegt so zwischen 80, 100, 120 bis 150 Äpfel pro Baum, die möglich sind. Ja. Das hängt ab von der Sorte, ist es unterschiedlich, und hängt vom Alter der Bäume ab. Ne. Und Sie können eigentlich rechnen und müssen heute rechnen, wenn Sie wirtschaftlich arbeiten wollen, dass nach 4 Jahren, sage ich mal, eigentlich schon der Vollertrag einsetzen muss. Und die werden in der Regel so circa 15 Jahre alt. Der Apfel ist das liebste Obst der Deutschen. Jeder Bundesbürger verspeist etwa 100 im Jahr. Der Anbau bestimmter Sorten richtet sich aber nicht nur nach dem Geschmack der Käufer. Um den Markt optimal bedienen zu können, ist Timing gefragt. Also es wird gehen,
sage ich mal, bis in den Oktober hinein, sicherlich bis Mitte Oktober, weil wir auch eine spätere Sorte mit dem Brebern haben, die als letztes ausreift und als letztes geerntet wird. Wir starten aber schon sehr früh, Anfang Juli, mit den ersten Sorten. Das heißt, die Sorten reifen nacheinander und so ist es uns auch nur möglich, alles zu pflücken nach mit der Zeit und auch zu verkaufen. Wirtschaftliche Zwänge haben die Anzahl der Apfelsorten schrumpfen lassen. Früher gängige Namen sind heute nicht mehr geläufig, geschweige denn bekannt. Eine rheinische Schafsnase. Schafskäse. Ja, irgendein Gerücht zum Essen dann auch. Käse. Wie in Birne. Den Ausdruck habe ich noch nicht gehört. Findet man die hier in Siegburg? Weiß ich nicht. Das ist auch eine rheinische Schafsnase. Aber uns geht es natürlich um Äpfel. Das ist ein Apfel, eine Apfelsorte. Die gibt es, ja. Wird die heute ganz noch angebaut? Nein, nein. Das ist eine ganz uralte Sorte. Die werden Sie wohl nirgendwo mehr finden. Aber die gibt es. Hat es gegeben. Es war ein später Apfel. Also früher hatten die Bauern den so auf Streuwiesen stehen. Aber danach habe ich ihn eigentlich nicht mehr gesehen. Wann geht man mal über eine Streuwiese? Diese Sorten kennst du heute nicht mehr. Heute gibt es nur noch Cox, Elster, Berlepsch, Boskop, Ende. Das sind die gängigen. Also da kannst du abhaken. Leider. Die Liebhaber dieser Sorten sterben aus. Boskop ist die nächste Sorte, denke ich. Das ist ein Grund. Der zweite Grund, diese Äpfel müssten, der Berlepsch, dreimal so teuer sein wie ein anderer Apfel, weil er schwierig zu ziehen ist, ganz geringe Erträge hat. Wir reden beim Berlepsch von Hektarerträgen von 15 bis 18 Tonnen. Wir reden beim Jonagold von Erträgen 50 bis 60 Tonnen. So, aber diese unterschiedlichen Preise in unserem modernen Verkaufssystem kriegen Sie nicht mehr durchgedrückt. Das sind vielleicht noch kleinere Fachgroßhändler, die wissen, was sie kaufen. Und auch Verbraucher, die dann gezielt nachfragen. Aber diese Verbraucher, die gezielt nachfragen, ich will einen Berlepsch haben, weil er, was weiß ich, 35 Milligramm Vitamin C hat, statt 15 von einem normalen Apfel. Ich denke, die werden weniger. Sehr beliebt ist Elster und auch sehr bekannt, würde ich sagen. Brebern ist sehr stark am Kommen, Gala hat einen guten Markt. Und wir hoffen halt, dass auch Pinova sich demnächst am Markt gut platzieren wird. Bis in die 1950er Jahre war die Streuobstwiese die typische Anbauform für Äpfel, Birnen, Kirschen und anderes Obst. Heute sind Obstwiesen das Relikt einer Wirtschaftsform, die das Rheinland lange Zeit prägte. Seit dem Strukturwandel Mitte des 20. Jahrhunderts hatten sie wirtschaftlich keine Bedeutung mehr. Zu gering war der Ertrag und zu mühsam die Ernte der Äpfel von den hohen Bäumen. Zudem verdrängten die sich ausbreitenden Siedlungen die Obstwiesen. Sie verkümmerten aufgrund fehlender Pflege. Daher verschwanden sie nach und nach aus dem Landschaftsbild. Heute werden viele alte Sorten wieder angeboten. Nachschub will aber geplant sein. Ein junger Hochstamm benötigt mehrere Jahre, bis er Früchte trägt. Dabei muss man entscheiden, ob es ein süßer oder fruchtiger Apfel sein soll, ob schon im Herbst zum Reinbeißen oder eher lagerfähig. Gut gepflegt wollen die jungen Bäume auch sein, damit sie groß und stark werden. Auch von Sturm und Regen zerstörte oder durch ihr Alter morsch gewordene Bäume bleiben stehen. Ebenfalls kennzeichnend für Obstwiesen die Haltung von Tieren. Als Grüngürtel um die Dörfer, als Lieferant von Frischobst und zum Schutz vor dem Wetter gehörten Streuobstwiesen früher zum Selbstbild der Region. Heute gewinnen sie wieder mehr und mehr an Bedeutung. Denn die hier geernteten Äpfel haben sich wesentlich resistenter gegen Schädlinge gezeigt. Zudem sind sie schmackhafter und oft vitaminreicher. Die Streuobstwiesen bilden außerdem eine ökologische Nische für gefährdete Tierarten und besonders zur Obstbaumblüte eine touristische Attraktion. Auch als beliebte Naherholungsgebiete erleben sie wieder eine Renaissance.
Seit den 1980er Jahren hat bei den Obstbauern also ein Umdenken eingesetzt. Auf Streuobstwiesen werden keine Insektizide oder Pestizide verwendet. Würmer und Spinnen machen sich daher öfters über die Äpfel her. Auch andere Tierarten fühlen sich hier wohl, haben hier ihr Revier. Naturschützer setzen sich daher besonders stark für diese Biotope ein. Ja, also hier in dieser Baumhöhle von dem Obstbaum habe ich jetzt hier Gewölle gefunden. Und das sind die Speiballen von Steinkreuzen, das heißt die unverdaulichen Reste. Und was haben wir hier? Einmal ein Käferbein und auch hier den Kopf einer Feldmaus. Das sind praktisch die Knochen und eben die Chitinpanzer der Insekten, das können die nicht verdauen. Und die werden in solchen Speiballen sozusagen wieder ausgewirkt. Und die Steinkreuze leben halt hier in den Obstwiesen in solchen Baumhöhlen. Das ist so ihr liebster Lebensraum neben den Kopfweiden. Herbstzeit gleich Erntezeit. Während auf den Plantagen die Äpfel vorsichtig von den niedrig gezüchteten Bäumen gepflückt und per Hand gelegt werden, geht es auf der hochstämmigen Obstwiese rustikaler zu. Im Verkauf hätten diese Äpfel als genormtes Tafelobst keine Chance. Aber sie liefern eine hervorragende Qualität für Apfelsaft. Die Vielfalt der Sorten mischt sich zu einem ausgewogenen Geschmack, der erkennen lässt, wie sonnig der Sommer war. Obwohl die Äpfel einer Streuobstwiese nicht gespritzt sind, müssen die Erntehelfer Erde und Schmutz abwaschen. Der Häcksler zerkleinert die Äpfel und zerschneidet das Gewebe. Je kleiner die Stücke, desto mehr Saft lässt sich später aus ihnen herauspressen. Ein Jutesack hält das so entstandene Apfelpulp zusammen und dient gleichzeitig als Filter. Vielerorts werden noch Birnen untergemischt. Und auch die Bereitung von Apfelwein ist nicht auf Hessen beschränkt. Das Ergebnis der Mühe ist ein naturtrüber Apfelsaft aus 100% Fruchtfleisch. Quasi extra vergine aus erster Pressung. Die gewerbliche Saftherstellung sieht etwas anders aus. In die Mosterei Weber zum Beispiel liefern Hunderte von Bauern und Hobbygärtnern das, was die bergischen Obstwiesen hergeben, nämlich viele verschiedene Sorten. Nicht mehr Handarbeit ist hier gefragt, sondern vielmehr Kontrolle der Maschinen, die einen Großteil der Arbeit erledigen. Die einzelnen Produktionsschritte unterscheiden sich dennoch kaum. Die Presse besteht aus mehreren Walzen. Sie erhöhen den Anpressdruck und damit auch die Saftmenge. Wie bei der Handpresse entsteht ein naturreiner Saft aus ungespritztem Obst. Unter Entzug von Sauerstoff lagern hier große Mengen an Apfelsaft. Druck- und Gasgemisch werden regelmäßig kontrolliert. Die vollautomatisierte Abfüllanlage desinfiziert die Flaschen, füllt den Saft ab und schraubt den Deckel auf das Gewinde.
Der hier erzeugte Apfelsaft wird über die Regionalmarke Bergisch Pur vertrieben, ebenso wie weitere Produkte, die aus dem Bergischen Land kommen. Die Nähe der Mosterei, Patsche, wie die Bergischen sagen, sorgt dafür, dass viele Einheimische ihre Obstwiese doch noch erhalten und Äpfel gegen Saft tauschen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt dieser vielfältigen Kulturlandschaft. Das Motto: Kulturlandschaft schmeckt. Und das nicht nur im Bergischen Land. Ja, das Berlepsch, Partie 84, 48, Untergrößen, unter 65, haben wir keine. Szenenwechsel. Die Mekko in Meckenheim, das zentrale Lager für Kernobst des Zentralmarktes Rosdorf-Strahlen. Mitarbeiter überprüfen die Äpfel zunächst stichprobenmäßig auf ihre innere Qualität. Sie messen Festigkeit, Saftigkeit, Zucker- und Säuregehalt und notieren die Prüfergebnisse. In der Mekko stehen zwei hochmoderne Sortieranlagen. Sie können pro Stunde 5 bis 6 Tonnen Obst sortieren. Kernstück ist die elektronische Farbqualitätserkennung. Jeder Apfel wird 18 Mal erfasst und nach Durchmesser, Flecken und Gewicht sortiert. Dies erspart mühsame und kostenintensive Handarbeit. Nur noch für die letzte Kontrolle ist eine Mitarbeiterin notwendig. Der NewTek-Abfüllautomat wiegt die Äpfel und verpackt sie in 2-Kilo-Tüten. Der Verkauf erfolgt heute hauptsächlich per Telefon, Fax und E-Mail oder auch per Online-Versteigerung. Der Zentralmarkt Rosdorf-Strahlen ist der wichtigste Abnehmer für die Obstbauern im Rheinland. Dieser Erzeuger-Großmarkt verkauft die Früchte unter anderem an Handelsketten wie Edeka oder Rewe weiter, aber auch an Großhändler und an die Lebensmittelindustrie. Zurück in den Hofladen von Schmitz-Hübsch. Also Apfelsorten selber haben wir 25 im Angebot, noch drei weitere Birnensorten, den selbstgemachten Apfelsaft, sowohl frisch gepresst als auch haltbar gemacht, und unseren selbstgemachten Apfelessig und ein Apfelgelee. Da es Leute gibt, die gerne kleine Äpfel haben wollen oder auch mal gerne einen dicken Jonagold haben wollen, von dem her sortieren wir bei der Direktvermarktung die Früchte nicht nach Größe. Wohl aber nach Qualität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Apfel habe, der sehr schlecht ist, durch eine mechanische äußere Beschädigung oder was, den tue ich dann aussortieren, daraus machen wir dann Saft. Aber wir gehen davon aus, dass wenn die Qualität stimmt und der Preis stimmt, dass der Kunde zurückkommt und nicht die Ware. Eine ganz klare Entwicklung geht hin in Richtung süßere Äpfel. Gerade für Kinder als Snackersatz, ne? Dass man einfach sagt, anstelle von Snickers tue ich da mal einen Apfel mal dabei. Und wenn das ein süßer Apfel ist, dann nehmen die den eher, als wenn das ein leicht säuerlicher Apfel ist. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen, minimalster Sauerstoff und viel zusätzliches Kohlendioxid reduzieren die Atmung der Äpfel praktisch auf den Nullpunkt. So können sie über längere Zeit gelagert werden und behalten dennoch ihr Aroma und die Vitamine. Besuch in einem Supermarkt. Im Gegensatz zum Hofverkauf findet der Kunde hier durchschnittlich 4 bis 6 verschiedene Apfelsorten. Eine ausreichende Auswahl für den rheinischen Haushalt. Zu Verwendung und Käufergeschmack, Ansichten, Erfahrungen und Erkenntnisse. Da koche ich heute Mittag mit Schweinefilet, mit Äpfeln und Kartoffelpüree. Und welche Äpfel sind da besonders geeignet? Ja, halt säuerliche. Aber das mache ich so nach Angebot und was gerade da ist. Mit dem Roskopf backe ich, aber der ist mir zum Kochen zu weich. Der zerfällt ja dann so etwas. Und ich möchte es ein bisschen knackig noch haben. Hier mache ich schon mal so kleine Stückchen, dann mit Zucker und Zimt drauf, Zimtstangen. Und das schmeckt ganz vorzüglich. Und da bleibt ein bisschen fest. Ja, ich hole schon mal zum Backen Boskop oder Granny Schmidt.
aber sonst im Allgemeinen die Elster. Es gibt ja mittlerweile so viele Sorten, so wie haben wir jetzt Pink Lady gibt es oder Pink Kiss hatten wir jetzt vor ein paar Wochen. Aber die sind immer nur kurz im Programm, dann sind die wieder raus. Ich denke mal, wenn die Nachfrage nicht so groß ist. Ne? Schaut man genauer hin, stechen erstaunlich viele Produkte auf Apfelbasis ins Auge. Im Rheinland geht es beim Thema Apfel nicht nur um Saft und Puttes. Ja, Apfelkuchen, klar, in allen Variationen. Ne? Der berühmte Riemschen Apfel. Der ist ja, sag ich mal, überhaupt nicht wegzudenken. Ne? Das ist im Grunde genommen der klassische rheinische Riemschen Apfel, wie er früher oft genug für sonntags extra gebacken wurde. Das war praktisch das Highlight eben von einem Sonntag, wie damals auch eben Platz auch so eine Sache ist. Aber Riemschen Apfel, das war praktisch der Apfel, der vor dem gedeckten Apfel noch praktisch hier im Rheinland heimisch wurde. Ich lasse, weil ich Wert auf eine Produkte beziehungsweise aus dem Siegburg oder im Rheinland gerne verarbeite, lasse ich Boskop und Cox Orange gemischt einmachen in eine Konservenfabrik in Wachberg, Niederbachen. Und da weiß ich eben, dass ich eben die Qualität habe, die für meinen Betrieb auch wichtig ist. Und das ist noch ein Relikt aus der früheren Zeit hier, wo wir selbst eingemacht haben. Das heißt also ein Fleischwolf, wo die Apfelstücke mit Kerngehäuse und Apfelschalen durchgedreht werden. Und die Apfel werden in dem Fleischwolf gerieben und vorne kommen praktisch die Apfelschalen, Kerne und sonstigen harten Reste kommen dann vorne raus. Jede Apfelsorte hat einen besonderen Geruch. Also, und das ist für mich auch ein Zeichen. Also ein Apfel, der gut riecht, eben für mein Empfinden, der schmeckt auch gut. Das heißt also, er vermittelt sehr viel über den Geruch. Und das hat man ja heute teilweise, haben ja Äpfel, die sehen traumhaft aus. Aber wenn du dann reinbeißt, ist eine riesige Enttäuschung. Das sind praktisch so ja, Dekorationsäpfel. Der Apfel. Ein handfestes und schmackhaftes Stück rheinischer Landschaft und Kultur mit langer Tradition. Er ist ein Beispiel dafür, wie natürliche Gegebenheiten und regionale Produkte eine Küche beeinflussen und entscheidend prägen können.